LeBlanc, Zed und Thrash rausgenommen. Also ein bisschen Fokus auf die Midlane und den absoluten Hass Edward gegenüber. Mm, auf jeden Fall. Edward ja der Thrash-Prinz, wie man ihn früher genannt hat, auf jeden Fall. Zed ansonsten für Betsy. Also als ich das letzte Mal mit Betsy zu tun hatte, das ist schon ein paar Monate, wahrscheinlich sogar Jährchen schon her, da war auf jeden Fall sehr, sehr gerne mit Zed unterwegs. Aber prinzipiell fast jeder Midlaner inzwischen Zed sehr, sehr affin. Will man nicht haben, man insta-lockt hier als erstes direkt den Serat. Wahrscheinlich deswegen kein Jungler, kein Nichts, es ist wirklich die Midlane. Einfach der Serat. Damit fühlt sich dann wahrscheinlich Cory einfach wohl. Serat halt auch ein sehr, sehr starker Pick, keine Frage. Aber First Pick würde ich bin mir nicht sicher, Lissandra open, Jarvan, Rek'Sai, alles Möglichkeiten. Nidalee, Grace, ja. Also wenn sie jetzt noch Lissandra auf die Top-Lane bekommen, haben sie gar jemanden noch. Das wäre brutal gut, weil normalerweise machen einfach Xerath Assassins Probleme. Davon sind aber drei gebannt. Lissandra ist jetzt natürlich kein Assassin in dem Sinne, aber es ist schon eklig, gerade in der Laning-Phase, wo der Jungler mit diesen 1,5 Sekunden langen Betäubungen wunderbar arbeiten kann. Der weiche Horo entscheidet sich nun für Rek'Sai, wie gesagt. Wow, das würde mich überraschen. Jetzt würde ich einen Freeze machen. Aber ja, Mr. Rallis ist auch sehr, sehr gerne mit Draven unterwegs. Aber zu diesem Zeitpunkt Draven wäre einfach für mich ein bisschen zu riskant. Lissandra wäre halt wirklich keine schlechte Option, denke ich. Wobei man den jetzt eigentlich noch nicht zeigen muss, den Pick. Denn mit Nidalee will man eigentlich eher selten Lissandra picken. Von daher kann man den auch zum späteren Zeitpunkt noch auswählen. Corki, ich denke, Lissandra passt in fast jede Komposition rein, das stimmt, oder? Wobei es mit Nidalee schon ein bisschen schwer ist. Denn du hast kein Follow-up, du hast keinen wirklichen... Ja, du hast einfach keine Synergie mit der Lissandra. Und du bist sehr, sehr squish. Und du hast Doppel-AP, dann zwangsläufig, weil Zed gebannt ist, Triple-AP. Ist halt alles nicht ganz so optimal. Man kann es machen, aber es ist meistens sehr unangenehm. Oder man packt jetzt Talon aus. Oder Ezreal Midlane. Ja, es ging Serat ein bisschen schwer, habe ich letztens gespielt in Solo-Queue. Es ist halt, man machbar, man kann halt safe farmen, keine Frage. Aber man hat null Killpotenzial, also wirklich null. Weil Serat einfach viel zu viel Range hat. Und sich dann, okay. Oh, Singed. Das ist ja mein Main. Würde mich wundern, wenn er ihn mit Flash spielen würde. Okay. Any Graves, Ezreal, Midlane. Also das ist auf jeden Fall schon mal ein Setup, was wir koreanischen Raum genauso beobachten können. Dein Killpotenzial hast du bereits geäußert, dass das ungefähr bei 0 liegt, wenn man sich mit Ezreal gegen Seraph anlegt. Ungar hat Seraph halt den epischen Wave Clear mehr oder weniger und steht halt sicher. Und Ezreal Eröffnung ist halt völlig CC-los. Ja. Was halt von vielen Midlanern eigentlich ein bisschen erwartet wird, dass sie den Jungler dahingehend unterstützen. Also Gambit Gaming hat erstmal nur den Any-Stun. Das ist halt ultra wenig, wenn man Meteor Megas anguckt, wo jeder CC hat, bis auf Corgi offensichtlich. Ja, also man hätte jetzt für CC noch die Möglichkeit, eben die Lissandra zu picken. Dann wäre aber tanktechnisch halt gar nichts dabei. Und Lissandra gegen Irelia ist auch nicht so optimal. Nah wäre noch offen zum Beispiel. Aber auch da, Nah halt sehr, sehr begrenzte Synergie mit der Nidalee. Prinzipiell ist das problematisch. Man hat sich hier für die Nidalee entschieden, aber halt sonst außer Ezreal wenig Poke. Was könnte da reinpassen? Vielleicht ein Maokai eventuell, um dem AOE von Meteor Megas ein bisschen entgegenzuwirken, um den Engage zu negieren. Maokai wäre echt eine Entscheidung. Ich glaube, ich würde sogar ein bisschen Nah favorisieren und man kann halt ebenfalls gegendrücken. Aber wieder Renekton. Er scheint mir sehr, sehr... Also Renekton hat kein Vermögen, komisch auf jeden einfach Fall. Die Gegner aufzuhalten. Das ist halt so das Problem. Vor allem, man hat die Doppel-AD-Carry-Komposition, die halt im Late-Game erst richtig ausrastet. Und dann spielt man einen Top-Laner, der halt im Late-Game so gar nichts zu sagen hat. Das ist eine irritierende Kombination. Ist natürlich im 1 gegen 1 gegen Irelia, alles andere als schwach, keine Frage. Er wird sie von der Lane drücken, ja. Falls es zu überhaupt einer Lane kommt. Aber ich glaube fast, dass da so ein Nah oder eine Maokai einfach viel safer gewesen wäre. Aufs Late-Game hinzusehen zumindest. Da wäre dann auf jeden Fall wesentlich mehr drin gewesen. Aber nichtsdestotrotz ist das... Und Moment, J-Wow mit dem Ignite. Sehen wir einen Ignite-Toplaner. Er hat auf jeden Fall... Na gut, er zeigt das ja nicht seinen Kontrainer. Das hat noch Zeit. Es würde mich wundern. Aber warum sollte er denn jetzt keinen TP haben? Weil, wie du schon erwähnt hast, er zeigt es ja nicht seinen Gegnern. Das wäre halt sehr, sehr... Ich glaube, er ändert das nochmal in die letzten Sekunden. Man muss bedenken... Ohne Teleport bist du halt verloren. Also natürlich, im Solo-Queue ist es Standard, dass man sagen kann, ich nehme Ignite mit, dann mache ich platt. Auf Maximil. Ist tödlich. Das stimmt. Das gegen Renekton, weil er wird Renekton nicht platt machen. Also ab Level 9 oder sowas, wo halt wirklich, wenn man teilweise Trinity-Element hat, dann glänzt die Räder. Bereits ab diesem Zeitpunkt fängt ein Renekton an zu fallen. Und das ist halt ein sehr später Zeitpunkt, wo halt Teleport härter greift. Und es ist... Ah, man sieht es noch nicht. Also wir müssen uns noch kurz gedulden. Aber es sieht alles nach einer Ignite-Irelia aus. Ist halt sehr, sehr irritierend. Das ist Solo-Queue-Style. Gerade gegen den Lane-Swap wäre es halt schlimm.
Gegen den Lanestorm wäre es eine Katastrophe. Und es ist im Late Game. Im Late Game ist Teleport einer der wichtigsten Spells. Ja. Weil ihr könnt halt Split pushen. Bei Exos könnte man sich vielleicht noch streiten, weil man da halt dann in der Lage ist, den ADK rauszunehmen. Das ist aber nur gegen Jax oder sowas. Wenn du halt wirklich noch ein Tier nochmal im halt, Late Game hast. Oder halt 5 gegen 5 einfach. Du dashst auf den ADK rauf, exhaustest ihn und der ist halt 2 Sekunden geexhaustet, 2 Sekunden gestunt. Das ist schon viel Zeit. Aber TP ist einfach zu wichtig. Das kann man einfach nicht aufgeben im Late Game. Wahrscheinlich will Meteor Makers hier in 20 Minuten Wind rausmachen. Jay, wow. Der ist auf jeden Fall sehr, sehr selbstbewusst. Aber bevor wir hier spekulieren, sollten wir wirklich warten, bis wir in-game sind. Kann auch sein, dass uns einfach nur alle getrollt haben. Vielleicht hat er auch Revive. Ach, wie viel cooler? Revive? 10 Minuten. Geil. Fast 9 Minuten. 540 Sekunden. Das ist so absurd. Andererseits, wenn man 4 Minuten Cooldown auf einem Spell, wenn man war einmal alle 4 Minuten tot, oh, Revive. Wenn das Schlimme ist mit Revive, du bist ja tot. Wenn man sagen könnte, du revivest dich und der Gegner kriegt nicht das Gold. Oder du revivest dich an der Stelle, an der du gestorben bist. Mal, das wäre super witzig. Das wäre richtig lustig. Da würde jeder revive mitnehmen. Mit Homeguard. Du wirst revived mit dem Speedbuff immer noch. Doppelten Schaden. Kratos. Revive. Naja, wäre auf jeden Fall und alles auf null. Cool revive Ult. 2000. Das wäre definitiv tödlich. Naja, bin gespannt. Und es ist Teleport. Ah, ja, schade. Wir haben umsonst spekuliert. Wäre auch völlig naiv gewesen. Auf jeden Fall haben fast alle Flash auf F. Oder? Zumindest, oder es ist zumindest getauscht. Das ist sehr interessant, wie man die Beschwörerzauber legt. Ja, das einige den Escape Spell. Aber wenn man darauf achtet, SK Gaming und Fnatic haben konsequent Flash auf D. Ich auch. Deswegen sind die auch oben an der Spitze. Also Meteor Makers und Gambus hat da. Die schauen einfach auf die falschen Aspekte. Denken ja, Rotations, Pick, Bannphase. Erstmal regeln, wo das Summoner Spell. Das ist essentiell. Darauf baut einfach alles auf. Das ist die Grundlage. Es fängt bei den Beschwörerzaubern an. Ja. Pinoy und Mr. Rallis sind sich sehr ähnlich, finde ich. Pinoy ein Monster of Graves. Ja. Ist schon mal ein Komfort-Pick für ihn. Mr. Rallis hat aber mit Corki auch schon seine Stärken gehabt. Es ist ein Spiel, wo etwas passieren könnte, was euch daran erinnert, dass wir im EU-Bereich sind. Es könnte 100 Jahre dauern. Oder aber 20 Minuten. Oder 100 Jahre. Oder zweimal. Weil man muss bedenken, der Kollege Xerav kann das Spiel 100 Jahre hinausziehen. Ja, das stimmt. Und Nidalee will eh nur poken. Ja, aber sie haben halt alle Möglichkeiten zu pushen. Mit Doppel-AD-Carry plus Nidalee pusht so halt einen Tower wie nichts weg. Ja. Gerade den Attack-Speed-Buff von dem Nidalee Heal, Attack-Speed-Buff von SRLW, Attack-Speed-Buff von Graves, da hast du wirklich mehr als genug Möglichkeiten, um so einen Tower einfach wie nichts wegzupoken. Oder Attack-Speed-Buff auf Renekton. Schnellere Wut. Nice. Ich glaube, die W-Animation ist auch kürzer, wenn man mehr Attack-Speed hat. Das weiß ich, das glaube ich nicht. Nee. Mm-mm. Meinst du? Mm-mm. Wer weiß. Nisbet und sein Kollege Mr. Rallis nun auf der Toplane. Wir werden das 2 gegen 2 wie ja, im Spiel zuvor bemerken können. Fnatic und SK haben ja auch mehr oder weniger den umgekehrten Lane-Swap gewagt. Diesmal aber nicht der Vorteil auf Gambits Seite mit den Krux. Pinoy hat stattdessen bei den Krux geholfen. Kabuchat stirbt da fast. Konnte diese aber erledigen, wird sich dann auch mit dem Level 2 Vorteil J-Wow stellen. Der natürlich ganz normal einfach auf die Lane gelaufen ist. Und wie gesagt, meine Vermutung ist, beide Kompositionen werden das Spiel kilometerweit hinaustragen. Ja. Also Kabuchat hat sich für den Teleport entschieden, hat auch noch einen Ward eingepackt, wird hier also nochmal eine Ecke sicherer dastehen. Wie du schon erwähnt hast, hat den Level-Vorteil. J-Row da aber mit der Flask eben sehr sustain-lastig, wird halt, denke ich mal, wenig Angst haben müssen vor dem Renekton. Höchstens den einen oder anderen CS vielleicht verpassen, weil er halt jetzt Level 1 noch ist. Aber jetzt auch schon Level 2. Kabuchat versucht damit. Aber der Schaden ist halt sehr, sehr begrenzt, gerade im Early Game. Trotz Doran's Blades. Der ersten Stufe ist es wirklich noch verhalten. Was hältst du von der Flask von Betsy? Auf Ezreal Mitte ist ein bisschen ungewöhnlich, aber wie schon erwähnt, gegen Xerath hat man arge Probleme, weil man halt einfach zu Tode gepokt wird. Also kann man auf jeden Fall machen und man hat halt sowieso gar keine Aggression. Das heißt, das Doran's Blade ist da nicht wirklich von Nutzen. Man will einfach nur AFK farmen. Ich denke mir, bei 800 Gold wird er auch sofort in die Basis gehen, anders als Nuke, dass sich dann die Träne holen und dann hoffentlich vor der Minute 20 auch schon sein Muramana da vollenden. Was anderes kann man eigentlich mit Esfil Mitte nicht wirklich machen gegen Xerath. Oh, das war auch wichtig. Das war schön, selbst gibt aber. Der W ist halt quasi undeutschbar. Ja, es ist wirklich ein sehr, sehr räudiges Konzept, was Xerath da an den Tag legt. Man kann halt Xerath auch nicht aus der Lane drücken, dadurch, dass er einfach unendlich Mana durch den Passive wieder regeneriert. Ja. Fakt ist auf jeden Fall von Betsy, du hast es ja ganz kurz erwähnt, bezogen auf die Tränen und so weiter.
Ich finde, er sollte so machen, dass er früher geht. Dass er wirklich sagt, ich habe das nötige Gold, ja. Ich gehe, hol mir das Fall. Und dann stacke ich schon mal auf der Lane. Weil Muramana auf 25. Minute oder 23. Das ist halt wirklich, du verschiebst deinen Power Spike einfach um 800 Kilometer. Und genau. Der Vorteil bei Muramana liegt halt darin, es kostet super wenig. Und es kostet dich halt nur, in Anführungszeichen, Zeit und Combat Stats zuvor. Die du halt gegen Xerath, naja, schon, nicht die sind nützlich, eigentlich. Na klar, aber sie brauchst du nicht, weil du eh nicht engagen kannst und willst. Ja. Das ist halt wirklich so. Und alles andere würde mich dann jetzt auch wundern, wenn er da dann sich nicht die Träne so schnell wie möglich holt. Währenddessen sehen wir hier auf der Botlane farmtechnisch noch alles gleich auf. Also da muss J-Raw eigentlich überhaupt nicht einstecken. Stun oh, das war eine schöne Combo. Um den Minion noch zu kriegen. Vor allem konsequenzfrei. Also ja. Der Stun hätte natürlich genauso von Carbon Shot rauskommen können. Nicht schlecht gemacht auf jeden Fall. Lally währenddessen schnappt sich, ja, schnappt sich hier bereits den Drachen eventuell. Nee, will invaden gehen. Ist ganz schön verspätet. Oder na, es könnte auch in den Gank mit, muss aber vorsichtig sein. Horus sieht er auch. Und, oh ja, Gott. Er kriegt ihn halt mit. Und das ist ein Problem für ihn. Man merkt ja schon, dass er die Kollegen umdreht. Sagt, Betäubung konnte leider nicht ganz sitzen. Knock-up jetzt im Carbo-Chart gegenüber, aber sie sind halt beide relativ kräftig. Oh, er zieht ihn nochmal quasi in seine eigene Lane hinein. Aber, oh, er hätte den Sprung wagen können. Aber wäre gestorben, auf jeden Fall. Horo hatte da den Cooldown von dem Knock-up wieder weg. Diamond ohne Flash, das wäre auf jeden Fall sein Tod gewesen. Könnt ihr ihn nochmal eventuell interrupten mit dem Speer? Ja. Ja. Trifft allerdings nicht. War schön gedodged. Aber wieder zeitverzögert. Jero hat zwar das Teleport, wird jetzt aber hier bleiben. Muss aufpassen. Diamond Pox allerdings nicht mehr mit viel Mana ausgestattet. Hat richtig viel Leben. Jetzt kommt die Betäubung durch. Ich habe auch viel gefressen. Das war's, First Blood. Kommt ihr mit dem Slice und Dice noch raus? Hat jetzt wirklich sein. Man könnte Horo auch noch abholen, eventuell. Oh, oh man denkt, nee, das zwei Schüsse gefressen. Nein. Das ist super ärgerlich. Schöner Knock-up hier. Man kann das aber 1-2. Oh, das war's. Das war nicht gut ausgeführt. Das war ein absoluter Gurkentrade. Ja. Diamond Prox hat da einfach ohne Grund den zweiten Turbo-Shot noch kassiert, ganz am Anfang. Spätestens zu diesem Zeitpunkt hätte man einfach konstant sagen können, nein, nicht diven, aufhören sofort. Ich glaube, er hat sogar den Schaden mit dem Knock-Up verhindert. Bin mir nicht sicher, ob der Kratzschaden, ja. Also vom angehüpft kommen, ob der da irgendwie negiert wurde, weil wenn er in der Luft abgefangen wird, dann ist es halt vorbei. Es war im Nachhinein, das muss man halt auch noch dazu sagen, es war First Blood für Gambit, sie haben mehr Gold kassiert und sie haben mehr Assist-Gold gekriegt. Weil leider hat J-Wow nichts bekommen für den Tod von Carbo-Chart. Allerdings hätte man hier, hätte wirklich Diamond Prox den Turm am Anfang nicht so arg getankt, dann hätte man hier ein 2-1 trainen können. Und das wäre natürlich noch optimaler gewesen. Nichtsdestotrotz, wie du schon erwähnt hast, der Assist ist natürlich angenehm. Und gerade der Fakt, dass Renekton einen Kill hat und J-Wow eben nicht. Renekton entscheidet sich auf die ultra-aggressive Variante mit dem Last Whisper. Nein, es soll natürlich die Hydra des Todes werden. Oder wahrscheinlich erstmal nur Tiamat. Viele behalten erstmal Tiamat stundenlang. Ohne den irgendwie weiter auszubauen. Wird aber nervig, weil er sagt sich halt, okay, ich möchte meinen Damage Spike sehr, sehr früh haben, weil ich mich noch nicht so bedroht sehe. Iria glänzt halt wirklich nur mit Gegenständen. Das stimmt. Und wenn man halt die Möglichkeit hat, das Item zu bauen, dann hat das halt auch mehrere Vorteile. Also Hydra ist nicht nur aufgrund des Schadens sehr, sehr effektiv auf Renekton, denn ein weiterer Grund ist, man stunt sich ja quasi mit dem Stun von Renekton selbst für eine Zeit lang. Ja, die Animation ist und ewig. Die Animation kann man mit der Hydra einfach canceln, weswegen man sich dann schneller wieder bewegen kann und mehr Burst hat, was halt angenehm ist. Komisch ist aber, beziehungsweise der Fakt, dass halt Gambit bis auf Renekton überhaupt keine Tankiness hat, ist halt... Aber dafür richtig krass. Also ja. Man muss bedenken, Meteor Makers hat auch nur Tankiness dank Items. Das stimmt, die kriegen es von Natur aus. Ja. Wobei Rex, ja, da hast du recht, ja. Wobei es halt sowohl Irelia als auch Renekton, als auch Rek'Sai natürlich. Erstmal der Engage. So, jetzt können wir weiterreden. Sowohl Irelia als auch Rek'Sai sind zwei Champions, die halt sehr, sehr tanky itemisieren werden. Ja. Aber Nidalee ist das nicht. Nur Renekton. Und wenn Renekton halt jetzt im Early Game auf die Hydra geht, oder zumindest, ich glaube, es wird beim Tiamat bleiben, einfach nur um diesen Stun-Cancel quasi zu haben. Aber trotzdem, das Delayed halt sein. Der Ward war komisch. Ja, er hat überlegt, ob er ultet. Achso. Das Delayed halt seine Tankiness sehr, sehr stark. Und das könnte problematisch für Gambit werden, wenn sie im Early Game jetzt irgendwie noch nach hinten fallen. Oh, jetzt kommt Carbo-Char, aber merkt es halt, er ist wirklich sehr, sehr kräftig. Der Speer hat nicht gesehen. Oh, der Vasal wurde auch nicht markiert. Er konnte nicht mal sich dem Vasal nähern. Ärgerlich für ihn. Carbo-Chart. Ja, muss da einfach mal geduldig oder muss jetzt geduldiger sein. Kommt ja aber gut an den Turm ran und hat natürlich. Er hat seinen Renekton so gespielt, wie er ihn spielen muss. Er war ein Lane-Bully, hat mehr Farm, hat auch mit hoher Wahrscheinlichkeit den Turm früher down, beziehungsweise hält ihn. Will er ihn halten? Nee. Er will einfach nur den Farm verhindern. Ja, macht auf jeden Fall alles richtig. Und zack. Auf den anderen Lanes sieht es halt relativ ähnlich angenehm für Gambit aus. Also alle Lanes sind farmtechnisch vorne. Zwar sehr, sehr leicht bis gar nicht, was AD-Carries zum Beispiel betrifft.
eigentlich nur die Top-Lane, beziehungsweise ja, die Solo-Laner sind hier namhaft vorne. Interessant finde ich, dass Kuri sich nicht für die Ult entscheidet, obwohl halt Esper wirklich so low ist. Also na gut, ein verliert er auf jeden Fall. Durch den E, ja. Aber wenn er einen trifft, dann ist Betsy eigentlich fast schon dazu gezwungen zu healen oder zu flashen. Aber, ja. Ihr könnt es riskieren, aber ist Kuri, jetzt in der Basis, also. Kuri war, glaube ich, noch nicht Base. Und dadurch auch ebenfalls nur mit dem Ring ausgestattet. Das stimmt. Und das ist halt... Oh, siehst du? Er hat jetzt wirklich gesagt, okay, nach 9 Minuten ist sofort das Muramana, das Mana-Mune. Das ist schon mal nicht schlecht. Aber die Trainer hat nicht dazwischen gepackt. Ja. Es wird jetzt wieder auf die 25 Minuten hinauslaufen oder er spammt halt wie ein Geisteskranker. Das Problem ist halt gegen einen Serat, ist, dass man, wenn man sich für die frühe Trainer entscheidet, halt mindestens eine komplette Wave verliert. Und das wollte er halt einfach nicht in Kauf nehmen, weil Serat halt so stark pusht. Man muss im Prinzip den Level 6 Power Spike bzw. die Level 6 Ulti dann abwarten, damit man einmal die Wave clearen kann und dann ohne Probleme in die Basis gehen kann, ohne eine Wave zu verlieren. Sonst ist man halt, ja, halt 6 CS und ein Viertel Level ungefähr mindestens hinten, was halt sehr, sehr unangenehm werden kann. Aber der Schaden war nicht hoch genug. Er hat vor uns geultet und die Cast war seiner noch die Hälfte des Lebens. Und das ist halt, man muss bedenken, je mehr Ziele durchdrungen werden, desto niedriger geht der Schaden und desto niedriger wird einfach der Schaden insgesamt. Mr. Rell ist jetzt hier nun gegen das Krokodil am Start. Der Lane-Stop sollte langsam aber sicher zurück erfolgen. Kabuchat wenig Leben. Könnte jetzt hier mit der Zenithklinge erwischt werden. Gut gemacht. Solarflare hinterher. Kabuchat wird das nicht überleben. Ultimate hat man gar nicht gemerkt, dass er da irgendwie Leben dazu erhalten hat. Wie gesagt, es ist halt im Vergleichsweise schwach, wenn man schon ein so hohes Level hat, aber nicht die zweite Stufe der Ulti. Tiamat-Version natürlich auch nicht mit Tankiness gesegnet. Schön gemacht aber von ihm. Hack natürlich durch Horo. Schöner Flash-Tippers, aber Jay, wow, der hält das locker aus. Ja. Geht auf den Phage. Aber der Turm ist auf jeden Fall tot. Darauf antwortet Meteomakers mit dem ersten Drachen. Erster Drache gegen Turm ist auf jeden Fall ein guter Trade. Ab dann wird es fraglich, ob man sich den Drachen für den Turm sichern sollte. Nichtsdestotrotz, noch ist es der erste, also gut gemacht von Meteomakers hier. J-Wow verliert natürlich einiges an Farmen, dadurch, dass sich Gambit hier schönerweise entscheidet, nicht direkt den Turm zu holen. Also nochmal ein kleiner Tipp an euch Solo-Q-Spieler. Wenn ihr so eine Situation habt, wo ihr keinen Druck habt und jederzeit den Turm holen könnt, dann lasst die Minions einfach noch in den Turm laufen. Denn es ist halt, jeder Minion, der in den Turm läuft, ist einfach für immer verlorene EP und Gold, was der Gegner nie wieder aufholen kann quasi. Also das war jetzt nochmal nicht schlecht gemacht. Kori hat ganz schön viel ausgehalten. Also die Ultimate wieder an einige Vasallen vorbei, da dass der Schaden hat reduziert. Betsy macht das genauso wie Faker es in der koreanischen Szene vorgemacht hat. Ultet einfach so oft er kann, weil der Abklingzeit sehr gering ist. Und dadurch man natürlich entweder poken kann oder die Vasallen werden rauszwingen. Mr. Relis hat seinen Glanz, macht also guten Schaden hier. Man könnte. Pinoy muss aufpassen. Pinoy ist ultra alleine. Phosphobomb hat bereits gesessen. Sicherheit, Mr. Relis. Wow, hat er seine Ulti rausgedrückt und. Die Frage ist, hat man jetzt Respekt oder nicht? Man muss bedenken, Edward ist auch da, hat aber kein Tibos zur Verfügung. Wir sehen schon, wie viel Schaden an J-Wow entsteht. Den kann man mitnehmen. Hat ein bisschen gedauert. Diamond heilt sich auch noch in letzter Sekunde selbst. Und Botlane hat immer noch nicht den Dive gewagt. Horo hat sich sogar zurückgezogen. Es ist eine 2 gegen 2 Situation. Jetzt kommt er aber nochmal von der Rückseite. Gut gemacht, könnte jetzt tunneln. Na, der Turm ist ja nicht existent gerade. Also es ist wirklich nur ein Auto-Tag. Ein großer Auto-Tag. Ja, das stimmt. Also mit Sheen auf jeden Fall. Aber der Anystun ist einfach zu gefährlich momentan. Hat man zu viel Angst vor. Tibbers ist auch. Tibbers ist gleich wieder da. Gleich wieder da, ja. Also man hat da einfach vom Dive abgesehen. Ist natürlich doof, dass man dafür dann J-Wow halt verloren hat. Für nichts quasi. Sollte man auf jeden Fall versuchen zu vermeiden. Im Prinzip einfach einen Laner für nichts zu verdienen. Jedes Mal, wenn ein Jungler irgendwo ist, dann muss der andere Jungler versuchen, anderweitig Struktur. Oh, Solarflare hat komplett versagt. Und der weiche Horo kriegt Schaden ohne Ende. Musste gegengehalten werden. Und Kabuchat mit dem Slice in. Da ist auch schön gemacht für Niesbett. Konnte da Kabuchat betäuben. Kam also nicht ran an Horo. War eine knappe Sache. Trotzdem Beschwörerzauber links und rechts verbraucht. Sehen wir schon, dass jetzt hier Kori in der Nähe ist. Das ist ja das Praktische. Xerath musste ungefähr beim Red sein. Dann kannst du der Botlane helfen. Zumindest mit der Ultimate. Sie drücken aber hier weiter. So eine interessante Entscheidung, weil jetzt aktuell das Backup komplett fehlt. Betsy hat noch nicht weit genug rausgepusht. Jetzt dieser Kabuchat. Oh Gott, Horo. Da muss man sagen, das war eine Tragödie. Horo, so wie wir ihn kennen. Das ist aber ärgerlich. Also er hat ja viele Kills geholt aktuell für sein Team, aber... Aber stirbt halt auch einfach immer. Das ist ärgerlich. Naja, Turm vor allen Dingen dadurch weiter bedroht. Mr. Relis und Niesbett trauen sich nicht, haben zu wenig Mana. Kabuchat ebenfalls noch in der Nähe. Niesbett kriegt ja gut. Schaden wird betäubt und das war's. Ultimate für Pinoy wieder zur Verfügung. Auch Diamond da in der Nähe. Hat ebenfalls bisher ein gutes Spiel gemacht. War 4 Kills beteiligt insgesamt. 4 von 5, das ist schon eine kernige Menge. Zieht sich da jetzt zurück und Kori kann noch zuschauen. Er hat einen guten Farm, aber leider hat Betsy ihn das Gleiche. Und du hast ja den Punkt ja schon mal angesprochen. Türme kann Xerath nicht schnell einreißen. Nee, absolut nicht. Und Gambit macht bis jetzt hier alles richtig. Sind jetzt
4000 Gold schon vorne. Genau die richtigen Ziele sind. Fett Nidalee ist im Early Game einfach ein absolutes Monster, will so viele Kills wie möglich da haben, um halt viel Einfluss zu haben. Fällt dann natürlich im späteren Verlauf ab. Das heißt, man muss den frühen Vorteil so stark wie möglich ausnutzen. Das macht aber Gambit ganz gut. Also hier ist schon ein T2-Turm und den oberen T1-Turm da eingerissen. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Man kann sich jetzt hier... Luba, der hat sich gerade voll verwirrt. Ist fraglich, ob er jetzt den selber nimmt. Er scheint den selber zu nehmen, ja. Also das Mana-Mune ermöglicht halt wirklich einen gesunden Mana-Pool zu haben. Abklingzeit, klar, aber... Vor allem, weil der Q hat halt eh nur 30... beziehungsweise der Q hat halt... Wenn man was trifft von Espril, 2 Sekunden Cooldown und die Trainer hat eh einen internen Cooldown von 3 Sekunden. Von daher bringt einem der Blue Buff halt nur den Mana. Oh, er hat den doch gekriegt, okay. Wow. Er hat ihn geultet. Nee, anscheinend nicht. Oh. Also ist ihm gelaufen. Zumindest hat er vorhin kurz geschrien. Ich persönlich finde es. Ja, kann man machen, ist natürlich okay. Man hat halt den Q noch etwas öfter. Muss halt überhaupt nicht mehr darauf achten. Prinzipiell, wenn du keinen Minion triffst und sondern immer nur den Q ins Nichts spammst, dann hast du keine optimale Stackrate, weil du halt etwas mehr Cooldown hast. Mit dem Blue Buff hast du einfach, egal wohin du den Q machst, egal ob du triffst oder nicht, die maximal mögliche Stackrate von einer Träne. Oh, sie können jetzt eingekreist werden. Horror hat auch keine Lust, gegen Carbo-Chart hier anzutreten. Ja, da wirklich hier mittlerweile sehr tanky. Wobei sein Item wird, er holt halt von allem etwas, außer Leben. Das ist aber eigentlich eine gute Idee, weil er kriegt durch die Ultimate Leben. Und dadurch sind direkte Stats besser. Also ja. Rüstung und Magieresistenz. Genau, denn es gibt... Ja, und auch füttert das halt auf natürliche Art und Weise genau. Und nicht mit direktem Leben. Finde ich okay, aber es ist halt von der Ulti abhängig. Ja, und gerade der Fakt, dass er halt momentan hauptsächlich Rüstung hat. Natürlich hat er den Null-Magiemantel, aber das ist halt sehr, sehr begrenzte Magieresistenz. Das heißt, er wird halt von dem Serat nochmal ein bisschen an Schaden bekommen. Ist oh, aber Gott. Sowieso ein bisschen squishier, dadurch, dass er sich halt für das Tiamat einfach entschieden hat. Aber ist auf jeden Fall gut, dass er nicht auf die Hydra geht, sondern lediglich auf diesen CC, ja, auf diese Stun- Mechanik da quasi geht. Horror ist dabei, die Krabbe zu vernichten. Schon eine ganz gute Vorbereitung. Einen bekommt der Drake. Den will man natürlich machen. Also prinzipiell, Meteor Makers könnten den Drachen contesten, der jetzt hier gleich in 50 Sekunden ab sein wird. Müssen oh, aber auf Cory den mit dem Blue Buff, ey. So nervig. Ja. Ich werde jetzt schon wieder ein Drittel des Lebens verloren. Muss da vorsichtig sein. Hat ja natürlich hier den übergroßen Stab am Start. Und also, die kommen nur über die Auto-Attacks. So, erhofft man sich eventuell hier einen Counter-Gank. Sieht ja schon, Mr. Redis ist da am Start, bringt den Schaden mit. J-Wow, die nötige CC, ja, man hat jetzt Diamond beobachtet, das sind doch zu viel. Und Leona ist auch auf dem Weg. Will hier eigentlich versuchen zu baiten, aber man antizipiert es, man hat ja Angst wirklich, will es nicht wagen. Definitiv die richtige Entscheidung, gerade weil der Drache in 15 Sekunden ab ist. Da sollte man nicht so eine riskanten Sachen hier wagen. Einfach den Drachen schnappen. Vor allem, weil Gambit halt noch nicht den ersten hat. Sie sind jetzt in der besten Position, um sich ihren ersten Drachen zu sichern. Und da sollten sie definitiv schnellstmöglich tun. Sieht auch ganz danach aus. Alle hier auf dem Weg. Irelia währenddessen auf der Toplane. Hat ihr Teleport? Kabutsch hat seins nicht. Geht deswegen auch nicht auf die Toplane. Man könnte jetzt hier wirklich Drache für Turm traden. Kann man, wie gesagt, machen. Ist aber dadurch, dass es der erste Drache für Gambit ist, auch ein gutes Ergebnis für Gambit. Ja. Nehmen jetzt, also sollten sie holen, also ob 1 oder 4 ist nicht relevant, sondern begrenzt. Also begrenzt, ist leicht, ja, es ist eine Bedrohung immer da im Rücken, aber ich meine, von den Stats her ist wirklich der erste übertrieben gut, wenn man jetzt erstmal nur den direkten Kampf der entsprechenden Charaktere sieht. Natürlich ist das Pushen nicht schlecht und die Vasallen schneller zu erledigen ist auch kein Nachteil. Turm von Meteor Makers nun zerstört. Gambit hat aber nach wie vor die doppelte Anzahl, macht es hier im SK-Style. Gerade dass Pinoy gemeinsam mit Edward so lange Bot pushen konnte und halt wirklich schon früh die komplette Lane abgerissen hat, ist eine Katastrophe. Und sie bauen sich dadurch halt einen Vorteil auf, ne? Vorteil natürlich für Meteor Makers ist der Fakt, dass Corki bereits mit der Trinity Force ausgestattet ist, während Pinoy eben noch auf seine Items dahin baut. Das heißt, das könnte man definitiv ein bisschen, man hat Double Trinity Force jetzt hier zur Verfügung, aber man ist trotzdem nicht wirklich in der Position, um diesen Powerspec einfach auszunutzen. Wir sehen es, der gesamte untere Jungle von Meteor Makers einfach komplett ausgewardet. Ja, Mr. Rales da mit dem Blue Trinket spottet keinen. Das könnte ein bisschen gefährlich werden. Na, geht nicht weiter. Das ist der klassische Tod eines Supporters beim Warden. Warten immer noch. Ja. Geduldsspiel, weil die Botlane pusht ja. Es scheint ein Slow-Push zu sein. Wir haben jetzt hier nicht die Vasallen im Blick, was deren Anzahl angeht, aber die rote Masse scheint sich immer weiter fortzubewegen und irgendwann muss jemand da lang. Das stimmt, aber das ist halt super viel Zeit, die sie investieren. Oh, das war's. Nisbet, da reicht die CC-Chain komplett aus. Betsy hat es da vollkommen zerrissen. Gut gemacht von ihm. Ohne Flash, ohne alles und ja, das Geduldsspiel. Man geht jetzt in Richtung Bot-Turm. Das könnte... Ah, die könnten auch surrounded werden. Das ist sehr gefährlich. Also ja. Nisbet hat zwar keine Ultimate mehr. Und sie sind halt in Unterzahl. Man sieht ja schon, dass da auch Horo unterwegs ist.
Machen da nichts. Können jetzt vielleicht sogar versuchen, Cori so ein kleines bisschen einzukreisen. Oh, der Speer hat gesessen. Ja, der Speer hat sogar gesessen. Oh, oder leicht markiert, aber ja, passiert erstmal nichts weiter. Ja. Trotzdem, man ist weiterhin super aggressiv im Jungle von Meteor Makers unterwegs, gerade auf der Bottom-Seite. Und man wagt jetzt anscheinend wieder so ein kleines bisschen nicht, man. Geht einfach die Lane pushen. Aber es ist halt... lassen hier Pinoy die ganze Zeit alleine. Ja, man merkt halt, Meteor Makers ist einfach kein Druck auf der Bottom-Lane momentan. J.Wow hier konstant nur auf der Top-Lane. Ist halt momentan im Prinzip überhaupt nicht da für sein Team. Hat seinen Teleport zwar, von daher ist es okay. Oh, Niesbett markiert, oder? Der Sprung hat nicht ganz gesessen. Ja. Tibbers wurde auch... Musst du zu spät flashen. Gesprungen? Ja, der Tibbers hat gar nicht. Oder wurde gar nicht gesprungen, oder? Doch. Okay. Tibbers ist raus, da läuft er, aber. Unangenehm. Flash von Niesbett war früher da. Tibbers kann man trotzdem auf jeden Fall tauschen. Aber ein Kill und Flash wäre natürlich optimal gewesen. Den ist ja schon. Luba wird es mal angegangen. Meteor Maker ist halt ein bisschen in der zurückgezogenen Position. Sie können halt verteidigen. Also spätestens, wenn Cori seine Rabadons hat, dann ist wirklich. Ja. Dann ist wirklich die Vasallenwelt überhaupt keine Bedrohung mehr. Aber wir haben es ja vorher so ein bisschen angesagt. Es könnte ein langsames, sehr, 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 sehr langsames Spiel werden. Sind auch Blue Ezreal kommen jetzt in der Mitte durch. Also es riecht nach dem, ja, nach dem eisgeborenen Handschuh. Aber keine schlechte Entscheidung gegen diese Double Frontline oder Triple Frontline quasi von Irelia, Rek'Sai und Leona. Da kann man das auf jeden Fall machen, weil man halt dann einfach super sicher steht. Und mit Doppel-AD gerade ist es halt noch effektiver, weil man halt seinen eigenen AD-Carry im Prinzip mit Schaden und Slow beschützt. Das ist wirklich keine schlechte Entscheidung. Es bleibt halt nur abzuwarten. Ist es ein Power Spike? Macht es ein Power Spike ein bisschen kleiner, den Trinity Force? Oh, da wow. Schon mal nicht schlecht. Edward Flash sogar extra für entzünden. Ist er vor. Oh, die Ulti! War schon mal nicht schlecht. Jetzt muss noch ein Speer treffen, was aber echt nicht einfach. Oh, der Flash dafür schön gedodged. Aber da ist Carbon-Shot. Macht aber nicht genug Schaden. Er konnte ihn nicht betäuben. Man sieht es an dem grünen Glitzern an seinem Kopf. Also wirklich sehr, sehr viel benutzt, um Horus zu töten. Und am Ende hat es nicht mal gereicht. Aber man hat ihn vertrieben. Jetzt die Frage, was macht man daraus? Aber Flash von Edward, Flash von Diamond, Flash von Kabuchat, Heal von Ignite Cori. Und Heal. Also 4 Summoners von Gambit für 2 Summoners von Meteor Makers. Auf jeden Fall kein guter Trade. Ah, Problem ist halt, Edward hat seinen Flash verbraucht. Sein Flash besonders wichtig. Bei das Diamonds Flash fehlt ist nicht schlimm. Er kann halt eh durch die Gegend springen. Aber Flash Tibbers ist nochmal eine der stärksten Öffnungsmöglichkeiten. Wobei Flash Rek'Sai auch nicht unwichtig ist. Ja, das stimmt. Nee, also... Es ist halt man muss halt trotzdem den negativen Aspekt für Gambit betrachten, wie sie sich die nächsten 2 Minuten jetzt verhalten. Und werden am Drachen etwas langsamer sein. Und sie haben. Gambit hat den schwächeren Poke. Cori hat jetzt Rabadons fertig. Und wird jetzt super, super, super nervig sein. Man muss hart eröffnen. Und wer soll hier von Gambit hart eröffnen? Das stimmt. Wobei man auch sagen muss, Blue Ezreal ist quasi die Definition von nervig in LoL. Denn wenn ein Q trifft, dann treffen die nächsten 7 auch. Meistens. Gerade auf so Zielen, die nicht unmobil sind, aber halt keinen direkten Escape haben, wie eine Irelia, wie eine Leona, wie ein Cori zum Beispiel auf Serat, die halt einfach nur rennen müssen. Und das ist halt brutal dann schon, wenn da eine Kuh mit dem Eisbombardement einfach trifft. Speziell Coris Schuhlosigkeit ist kein Vorteil. Also er hat die Holzschuhe, aber kann wie gesagt damit nicht viel Laufgeschwindigkeit generieren, ist jetzt in der Mitte. Und man sammelt sich auf Gambits Seite. Also im besten Fall, wenn man den Drachen angehen will, holt man sich noch einen ab. Jungler ist Premium, Mitte ist aber auch schon sehr, sehr gut, wenn man diese vernichten kann, um einfach wirklich etwas sicherer am Drachen zu stehen. Und ich bin nicht sicher, ob sie ihre Uhr jetzt verstellt haben. Eine Minute ist noch Zeit, bereiten es vor. Und das ist halt die Problematik. Wenn man vorbereitet, muss man aber auch die ganzen Wards halten. Ja. Und man muss halt auch bedenken, wenn man selbst im Prinzip die Wards auf der Dragon-Seite aufstellt und da halt Zeit investiert, dann hat das andere Team wieder mehr Möglichkeit, zum Beispiel Richtung Baron oder Richtung Jungle einfach Druck und Vision aufzubauen, die man dann halt nach dem Drachen wieder clearen muss. Das ist halt immer so ein Hin und Her. Natürlich, die Zeit, die man investiert, wird natürlich von dem Gegner versucht, genauso effektiv genutzt zu werden. Kabuchat hält jetzt hier die Top-Lane. Da ist Tiamat wirklich nützlich. Ja. Kann da nicht nur durchhalten, sondern auch wirklich wunderbar. Weil die Vasallen in Massen erledigen. Hat sowieso alles Flächenspells, mehr oder weniger, außer die Betäubung. Wäre auch in der Fläche ein bisschen OP. Oh, da ist der Ward. Da ist der Speer. Hat nicht gesessen. Ja, also wirklich bis zum letzten Pixel berechnet, wo der hinterfliegt. Aber trotzdem, bessere Ausgangssituation für Gambit. Und Diamond entscheidet sich immer noch für den Ward of Ages Niederlebild. Den sehen wir halt wirklich auf niemandem, außer auf Diamond Progs. Hat zwar letztes Mal Erfolg damit gehabt, ist aber auf jeden Fall mehr Late-Game-orientiert. Was ich halt mit der Renekton-Kombo ein bisschen irritierend finde, weil halt Niederle sowieso nicht der dominanteste Late-Game-Charles. Und er halt im Early-Game einen sehr, sehr großen Lead hatte, den er zum Beispiel mit einem Morellos oder einem Rabadons eigentlich hätte relativ gut. Carbo-Chart könnte, ne. Man traut sich nicht in der 4-gegen-5-Situation, Pinoy oder im Kosmos.
Hätte man hier Pinoy gehabt, wäre es ein Traum-Szenario für Carbo-Char, da voll öde reinzugehen. Ja, Pinoy ist gerade so ein bisschen im Reckless-Modus, wie es scheint. Ist farmtechnisch aber nur 10 Farm von Mystaralis. Also investiert hier halt wirklich sehr, sehr viel Zeit. Einfach nur auf der Botlane. Wird jetzt trotzdem sein Yumus fertig haben. Zwei Items sind halt eigentlich Core auf Graves. Wenn man die halt nicht hat, will man eigentlich so wenig wie möglich teamfighten, weil man jetzt halt erst seine Nützlichkeit quasi komplett ausnutzen kann. Ich denke, jetzt wird Gambit auch ein bisschen mehr Aggression wagen. Drache ging natürlich schon an sie, aber Top-Turm und Mitte-Turm wollen sie wahrscheinlich als nächstes angehen. Es ist ein sehr langsames Spiel, was prophezeit wurde, wenn man halt die Picks anschaut. Es ist nicht mehr der Moment, wo man sagen kann, ist nach 20 Minuten vorbei, sondern es ist jetzt einfach nur, beide Teams haben Reichweite, beide Teams haben Poke und keine harte Eröffnung. Ich würde es sogar, wenn, dann an Meteor Makers abgeben mit Leona. Das ist wahrscheinlich die konstanteste, brutalste Variante. Flash-Tipper ist klar, ist gut, aber es mal vom Blech abhängig. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Aber beide Teams haben halt die Möglichkeit. Konsequenz-Engagement, wie du schon wieder das Anytibbers, Leona-Stun, das ist alles drin. Meteomakers sieht da ein bisschen konsequenter aus. Haben halt drei Champions, die direkt engagen können. Währenddessen Gambit nur mit Renekton, der halt, na. Ja, Renekton-Eröffnung ist wirklich totaler Crap. Das ist echt schlecht. Wir haben es ja gesehen, er hat oft versucht zu flashen, kommt einfach nie zum Stun. Weil halt, im Prinzip, er muss quasi flashen und dann sofort in Range zum Stun sein. Sobald er irgendwie noch einen Meter laufen muss oder so, dann ist der Stun schon überhaupt nicht mehr möglich. Also und selbst das ist halt eine holzige Eröffnung, weil es im besten Fall 1,5 Sekunden sind und das kann Leona an der Fläche. Das stimmt. Ja, das stimmt. Da muss dann schon noch ein Any-Stun folgen oder halt sehr, sehr viel Schaden, den Gambit momentan noch nicht so wirklich hat. Ja, Pinoy jetzt auf der Botlane. Bisschen einsam, hat noch sein blaues Trinket zur Verfügung, ist nicht auf Abklingzeit. Niesbett wird gemeinsam mit Horo beobachtet werden. Jetzt sammelt man sich im Busch. Es ist halt sehr, sehr langsames Spiel, ist klar. Also Gambit macht es wieder über die Drachen. Ist die langwierigste Variante. Jetzt sie aber auch immer noch kein Muramana. Also hier ja, es dauert ewig, super spät, weil die Träne einfach nicht sofort geholt wird bei 700 Gold. Das sind halt 3-4 Minuten, die man da einfach jetzt verzögert. Wobei man sagen muss, mit dem Pros and Gauntlet ändert das halt nochmal ein bisschen. Oh, das ist so viel Schaden. Oh, Pinoy. Na, das ist der letzte Treffer, wird ihn auf jeden Fall nicht umbringen. Nervig, aber ist nicht so oder so in die Basis. Tödlich. Wo hier Jaywa und kurz am Ausrasten war. Naja, man musste sich auf jeden Fall auf die Seite von Pinoy zurückziehen und das Timing ist aber nicht tödlich. Meteomakers kriegt jetzt keinen Drachen davon. Sie können sich vielleicht hier den zwei Camps bedienen, den Gromp eventuell und mitnehmen vielleicht noch die Krabbe. Um einfach natürlich die Sicht, das ist ein unangenehmer Punkt, aber ja, das ist keine Tragödie. Allein schon, weil der Drache 100 Jahre dauert. Das stimmt, das ist auf jeden Fall verkraftbar. Soll man bedenken, für was ist die Vision halt da quasi. Einfach um Sicherheit zu geben. Die Sicherheit, die kann man sich halt wieder aufbauen dann. Vor allem, weil du, wie du gesagt hast, der Drache halt eh nicht da ist. Das heißt, da Vision zu haben ist halt, ja, jetzt nicht mal so interessant. Man kann halt trotzdem immer safe die Lanes farmen. Hat auch trotzdem immer noch die Möglichkeit, wieder, wie schon erwähnt, neu zu warden. Diamond hier jetzt in Richtung Toplane. Betsy hat jetzt endlich seinen Muramana. Also Minute 27, ähnlich wie Nuke Duck im vorherigen Spiel. Und Diamond Pokes hier am Warten. Bin mir nicht ganz sicher, worauf. Man hofft wahrscheinlich, dass jetzt hier Jaywa noch vorbeikommt, aber man hat sich jetzt gezeigt. Ne? Also, man hat Geduld bewiesen und dann ist man trotzdem zum falschen Zeitpunkt rausgegangen. Ja. Ein bisschen ärgerlich, ihr merkt halt, es ist ein super, super ruhiges Spiel, weil Meteomakers will mal einen Sieg haben und Gambit Gaming hat gerade eine Siegessträhne, die sie fortsetzen wollen. Also, in Europa ticken die Uhren einfach ein Stück weit langsamer in League of Legends. Dafür verliert man Spieler halt mit 10.000 Gold Vorsprung. Das stimmt, ja. Ihre Vorteile haben sich jetzt aber schon so ein bisschen minimiert. Also nicht mal mehr 2.000 Gold hier vorne für Gambit. Das ist halt verschwindend geringer. Das ist wirklich quasi gleich. Und momentan steht Cori halt wesentlich besser da als Betsy. Zwei Items Erad, also wesentlich brutaler als zwei Items Ezreal. Gerade in Iceborne Gauntlet Ezreal. Das ist halt, im Prinzip ist Iceborne Gauntlet die Grundlage und die restlichen Items sind der Schaden. Und auf die restlichen Items muss man jetzt hier halt noch warten. Man muss ja dazu sagen, natürlich macht auch das Gauntlet Schaden. Also aber, man kriegt da diesen Amplifier dazu, aber es ist im Vergleich einfach ein Kindergegenstand. Ja. Und Durster oder Trinity ist da einfach stärker. Ja, man hat halt keine AD, man hat nur 150% statt 200%. Man bezahlt halt Gold für einen Slow, für Mana, für AP, für CDR. Das ist halt klar, dass man da sehr, sehr begrenzten Schaden haben kann. Ist trotzdem ein gutes Item. Er hat jetzt hier auch den Last Whisper. Also jetzt fängt es langsam an weh zu tun. Und Wow, kriegt hier die ordentliche Rotation, aber immer noch ein Drittel seines Lebens gehabt. Kommt hier einfach so weg. Nur mit Omen? Wow. Das war schwach. Ja. Schade.
Ezreal hätte vielleicht noch kommen müssen. Pinoy hat sich auch entschieden, wegzudashen. Hat da ein bisschen Angst gehabt vor J-Raw. Ich bin mir nicht sicher, was er da erwartet hat an Schaden. Mit Luna Trinity Force und Level 15 hätte auf jeden Fall nicht ausgereicht, um ihn da zu töten. So, kommt das Spiel wird dadurch, wow, nicht schneller. Wofür wir Schaden sind. Noch ein Kyo und Cory macht Ult. Ja. Der Heal ist zwar ziemlich krass auch von Diamond Procs, aber trotzdem ist es halt ein Drittel Leben weg vom Ezreal. Der hat halt jetzt hier am Jagen, Horo ganz kurz betäubt, aber Pinoy ohne Ultimate wird es schwierig, weil er ist halt auch relativ tanky, hat noch das Omen zur Verfügung. Könnte auf jeden Fall Edward jetzt in dem Fall verlangsamen, nimmt aber den einfachen Tunnel und willkommen bei der Schachweltmeisterschaft. Auf jeden Fall, ohne Timer. Ohne Timer. Das war das, währenddessen schnappt sich hier den Red Buff. Drache ist immerhin wieder ab, also der Timer ist quasi der Drache hier, die tickende Zeitbombe. Für Meteormakers, weil so langsam war sicher, dass der dritte Drache für Gambit, ja. Oh, jetzt muss ich aber ganz schnell zurückziehen. Edward hat jetzt ebenfalls seinen Teleport abgebrochen. Beziehungsweise der normale Rückport. Und da ist Betsy nützlich. Ja. Betsy ist der Disengage für Gambit Gaming. Sicherlich kann man Cabo Charlie einfach mal hinstellen, aber die Qs. Ja, also, das ist halt der Vorteil von dem Slow. Einfach den Engage vermeiden, was halt sehr, sehr gut ist. Wie schon erwähnt, J-Row und Nisbet, die können jetzt nichts machen, außer hinrennen und versuchen, in Range zu kommen. Und das kann man halt mit dem Frozen Gauntlet sehr, sehr gut einfach verringern bzw. verhindern komplett. Und von daher, also das Item an sich war eine gute Entscheidung, aber die Teamkomposition von Gambit erlaubt halt momentan für sehr, sehr wenig. Wir haben es gesehen, Annie mehrfach in der Lage, Tibbers rauszuhauen und nie ist man irgendwie, ja, einfach in der Lage, einen Kill zu holen, weil der Schaden fehlt. Der Schaden fehlt einfach. Pinoy immer noch lange kein Last Whisper. Wenn er den hat, dann fängt er langsam wieder an, J-Row und Horo ein bisschen weh zu tun, aber ansonsten einfach der Grund, Diamond Procs geht auf World of Ages, macht begrenzt Schaden damit. Pinoy hat keinen Last Whisper. Betsy entscheidet sich eben fürs Iceborne Gauntlet. Das sind alles Faktoren, die den Schaden von Gambit merklich verringern. Und das aber zeigt über sich. Zeit erhöhen. Also ja. wenn der Kampf lang geht, ist man mit der Renekton gut dabei. Er sucht den langen Kampf, verlangt seine Ultimate, hat sehr, sehr hohe Schadenswerte, wenn man die ganze Zeit im Fight ist. Und wie gesagt, Diamond kommt halt auch über die Sperre und Betsy über die Qs. Also es ist halt... Das ist halt eine langsame Komposition. Wo dann wieder Edward mit Tibbers und Annie generell halt ganz, ganz komisch reinpasst. Ja, man hat halt im Prinzip überhaupt keinen Burst, um dem Stun von Annie zu folgen. Man hat, klar, man hat Ezreal-Ult, man hat Graves Q-Ult, aber der Burst ist halt im Vergleich zu... Der hat Beispiel, ja nicht gereicht, um J-Wow zu töten, genau, aber kam nichts an. Der Burst ist halt im Vergleich zu einer Syndra-Ult oder einer Ahri-Kombination verschwindend gering. Man hat natürlich den wesentlich höheren Konstanten-Schaden, weil es ein AD-Carry ist, aber der passt halt momentan... Der konstante Schaden passt da momentan nicht so gut rein. Poke Damage von Betsy. Zack, Ultimate nochmal raus. Die nächste Vasallenwelle radiert es komplett aus. Und der Wave Clear von Gambit ist nicht stark. Also wenn man jetzt an einem Turm stehen würde, stehen müsste. Ja, da wäre Betsy aber auf jeden Fall gefährlich. Halt weit vorne. Oh, Ultimate jetzt relativ nah am Geschehen, aber... Ja. Alles noch verhalten. Pinoy auf der Botlane. Gambit wird also so nicht kämpfen. J-Wow hat zwar Teleport, kann dazukommen. Meteormakers hat aber ohne J-Wow wieder einen fehlenden Follow-up und oder gar eine fehlende Eröffnung. Ja, also das Spiel zieht sich wirklich unheimlich in die Länge, weil beide Teams halt keine Aggression zeigen können. Wie schon erwähnt, Gambit hat einfach das falsche Line-Up, um zu engagen. Meteormakers kann aufgrund des Line-Ups von Gambit nicht engagen. Das kontert sich so ein bisschen gegenseitig aus. Das ist halt wirklich, wer jetzt hier den ersten fatalen Fehler macht und sich entweder von Annie oder Leona eben nochmal stunnen lässt. Wenn es nicht J-Wow und nicht Horo sind, dann kann das wirklich schon spielentscheidend sein, quasi. Betsy hier fleißig am Pushen. Einen guten Farm, also. Bringt auf jeden Fall einige Fantasy League Points, keine Frage. Ich persönlich bin natürlich auch froh, dass Diamond gerade so gut steht, weil er meine Fantasy League gerade carried. Ich muss halt gegen Max ran. Keine einfache Sache. Cabo Chart und J-Wow treffen sich zwei Typen, die keinen Schaden machen. Interessant, dass Cabo Chart... Kaputschab macht null Schaden. Horo jetzt hier ein bisschen bedroht, aber es ist halt das Duell J-Wow. Der Weichlinge. Edward sieht einfach J-Wow gar nicht. Jetzt kommt die Betäubung schon. Da ist der Kill gefallen! Wow. 4-6. Jetzt hat man einen getötet nach 500 Jahren. Nisbet jetzt hier auf dem Rückzug, musste geheilt werden. Und jetzt kommt halt Betsys großer Vorteil. Ne? Es sind die Qs. Solar Flare hat nicht ganz gesessen. Betäubung kam nicht durch. Jetzt wird Horo vernichtet. Schön gemacht. Also Gambit Gaming schleichend, aber effektiv. Schön den Tibbers aufgehoben. Double Kill hier nun insgesamt für Diamond. Selbst das war langsam. Ja, aber es war halt einfach dumm von J-Wow, da wirklich in den Gegner-Jungle sich zu begeben.
Annie dann einfach da gewesen, konnte zweimal stunnen. Und unsterblich ist er halt mit den Items auf jeden Fall nicht, gerade erst recht nicht gegen vier Gegner. Und das ist dieser eine Fehler, von dem ich gerade gesprochen habe. Das sind jetzt vier Kills, das ist ein Baron, das sind 5000 Gold. Hier, J-Row. 4-9 GG. Was macht J-Row da? Ich weiß es nicht. Warum ist er nicht einfach unten lang gegangen? Und ja. Vor allem der Rest kann er nicht halten. Cory musste heilen oder beziehungsweise musste flashen. Gegen Betsy kannst du es vergessen, dass du da wegkommst. Das ist halt für Hoch ein Riesenproblem. Und da kommt natürlich der mit den ganzen Flashes der Follow-up. Ja. Tödlich. Das war halt schön gemacht auch von Annie dann mit den Flash-Tippers. Edward alle war Flash super stark. Jeder flasht hier vorne rein. Ich glaube, alle fünf Flashes einfach nur aggressiv benutzt. Und das sind dann jetzt halt die 6.000, 5.000 Gold. Schöne Minion-Wave hier, aber die ist lecker. Vor allen Dingen jetzt kann Gambit noch einen Takt drauflegen und einfach sagen, alles klar, wir können jetzt versuchen, mit den Vasallen so ein bisschen zu pushen. Ja. Cory kann zwar froh sein, dass er Xerath hat, das heißt, er wird dann Kanonenvasall rankommen mit seinem Q. Jetzt wäre so ein Sieg's Herald eigentlich, wie heißt er? Banner of Command wäre jetzt gar nicht bad. Denn auf Nidalee? Auf Annie. Annie wäre natürlich auch eine Variante, aber sie kann sich das nicht leisten. Hat sich Illumination letztens geholt, denn Mitimanix hat halt keine Möglichkeit, im Prinzip diese Kombination aus Baron Buff, Kanonenvasall und Banner of Command. Du kannst ihn nicht töten, weil kein Magieschaden durchkommt und Corki kann nicht ranlaufen, Irea kann nicht ranlaufen, der wird unendlich lange überleben. Das sind die absoluten Pro-Taktiken, die hier durchkommen. Dafür bin ich da. Banner of Command. Das Problem ist, der Kollege kann sich das nicht leisten. Also Nidalee ist ja einzige, die noch halbwegs Geld generiert und AP vertragen kann. Deswegen nimmt man sich die Kills als Support. Deswegen bin ich nicht Master. Weil ich genau solche Taktiken nicht erkläre. Aber, naja, Banner of Command. First. Lohnt sich auf jeden Fall. Oder das heißt ja First. Aber mit Baron ist es schon eine lustige Kombo. Man hat ja ohnehin die Baron-verstärkten Vasallen mit sehr, sehr viel Magiereduzierung, was den Schaden angeht. Bezogen auf die Nahkampf-Vasallen. Die halten da einiges aus. Kann jetzt hier aber nicht weitermachen. Die Verteilung von Meteor-Magus ist gut, was deren Basis angeht. Wir nähern uns aber wieder dem Elements-Zeitpunkt, nenne ich den mal. Ja. Wir sind ja 35 Minuten. Die Dev-Timer werden nicht geringer. Die Leute leveln. Und Ace bedeutet jetzt. Das gute sieht Nacht. Wirklich erschreckend ähnlich dem Spiel Gambit Giants gegen Elements aus. Also Gambit ist hier mit dem vierten Drachen, mit allen Möglichkeiten, mit dem Goldvorteil auf der Seite von Peter Makers, dann aber wieder der Serat und der Hard Engage, der eben benötigt ist, um einfach so eine Kombination wie Gambit einfach. Ja, wirklich auszulöschen. Wenn halt wirklich ein guter Stun von Nisbeth auf den beiden Carries sitzt und dann die Kombination von Cory und J-Wow sitzt, dann ist es ganz schnell vorbei für Gambit. Zack. Schönes Smite. Mit schönes Smite meine ich natürlich. Good job, Betsy. Nehmt ihn mit dem Q mit. Ja, vierter Drache. Das bedeutet, jetzt hat man Schaden gegen Türme, gegen Vasallen. Man ist schnell. Man hat wirklich alle Vorteile, um jetzt auch den Baron Buff, oder den Rest Baron Buff noch so gut wie es geht auszunutzen. Macht man aber nicht. Teleport ist natürlich immer noch nützlich, sind die wenigen Sekunden, wo man sich hier nach 4 Sekunden zurückbegeben kann. Holt sich nochmal Gegenstände, ich denke, der Blutdürster ist auf Betsy sehr gern gesehen. Oh, er holt sich sogar die Schärpe. Interessant. Nicht Betsy, sondern Pinoy, meine ich. Ja, auf jeden Fall interessant. Naja, er hat halt trotzdem Probleme auf jeden Fall gegen Irea, die hier mit Randuins, Ninjatabi und dann noch der Rüstung da wirklich gut dabei ist. Also man will wirklich einfach sicher sein. Man hat genug Schaden, mehr als genug Schaden mit dem Lineup von Gambit, mit wirklich 4 bzw. 3 Champions, die sehr, sehr viel Schaden anrichten. Andy, die einfach großen Grundschaden hat. Und dem Kaputschart auf Renekton, der halt auch einiges an Damage raus. Oh, Eröffnung auf Diamond. Man kriegt ja schon den ein oder anderen, ja, die ein oder andere Aufladung ab. Hat aber wenig gebracht. Sie sind nicht stark genug. Horo jetzt ebenfalls von Kaputschart bedroht. Und Team kein Schaden gegen Team wenig Schaden. Da passiert halt nichts. Naja, so kann man es wirklich titulieren einfach. Das ist halt. Deswegen ist es auch so langsam, weil halt einfach niemand in der Lage ist, einen anderen zu töten, wenn er mal in einer schlechten Position ist, weil einfach erstens der Schaden fehlt und zweitens, beziehungsweise bei Meteor Makers fehlt der Schaden und bei Gambit fehlt die Möglichkeit, Tanks zu shredden quasi. Wobei Betsy jetzt langsam aber sich ja richtig wehtun wird mit dem Blutdurst. Ja, aber Ezreal von Bluebell, der kommt halt über die Zeit. Ja. Es ist, seine Auto-Attacks sind auch nicht die stärksten, das ist halt so die große Problematik, weil er unterfüttert zwar den Schaden jetzt wirklich mit dem Muramana so ein bisschen, aber man muss, du hast es halt erwähnt, der eisgeborene Handschuh gibt dir keinen Schaden. Gibt dir keinen festen Schaden. Du bist nur mit dem Bonusschaden versehen und mehr nicht. Alles andere. Das ist halt auch quasi ein halbes Death-Item durch die Rüstung. Ja. Also, interessant finde ich auch, Gambit hat im Prinzip hier 7000. Oh, Fokus auf Cory. Sehr, sehr schön. Der Timos hat wunderbar gesetzt, aber wieder nicht genug Damage zur Verfügung. Kabuchat kommt hier aber als Tank volle Wucht rein.
Das klappt natürlich hier wunderbar. Kann jetzt hier einen nach dem anderen drohen. Weiß gar nicht, wen er als nächstes nehmen soll. Das ist halt wichtig. Kabochard kann natürlich Cory komplett vernichten. Ja, kommt halt übel nah ran und niemand hat ihn weggehalten. Niesbett halt fast gefallen. Oh, komm, wir weiterfahren. Er hätte wahrscheinlich ihn auch nicht mal getötet. Ja, das ist ja knapp geworden. Auf jeden Fall bin ich gespannt, wie weit sich Gambit jetzt hier in die Basis von Meteor Makers war. Sie haben 30 Sekunden Zeit, 4 gegen 3. Der Inhibitor wird wahrscheinlich fallen. Ja, kein Waveclear. Mehr wird es aber wahrscheinlich nicht werden. Ja, stimmt, es ist kein Waveclear von nur der Corki. Aber ich denke, sie werden sich danach auf jeden Fall zurückziehen. Na, ja. Botlane ist auch sehr, sehr attraktiv. Wir haben halt, die können jetzt hier alle durch das Tor gehen, mehr oder weniger. Und ja, machen jetzt noch die restlichen 10 Sekunden Druck, solange Cory nichts macht. Die Vasallenwelle ist wirklich groß und man hat ja 2 AD Carries. Das ist halt wirklich nicht schlecht. Der eine macht zwar etwas weniger Schaden, aber man sieht ja, wie schnell der Turm dann am Ende doch fällt. Mr. Rell ist sogar ordentlich bedroht und oh, schöner Stunner wieder für die Neugier, aber die Schärfe, wunderbar, er kommt aus der Ulti-Range, gerade noch so raus. Cory seinen Finger so ein bisschen übereifrig hier verwendet und auf die Ulti gedrückt. Gut gemacht von Kabochard, um aus Omen eingesetzt. Wobei gegen Betsy hätte jetzt sowieso denjenigen einfach komplett kaputt gekitet. Ja. Und man hat jetzt hier also doch noch den Turm einreißen können. Gut gemacht von Gambit. Baron ist jetzt in einer Minute da. Das werden sie als nächstes angehen. Man hat halt quasi freie Baron-Pressure, wenn der mit, oder generell ein Inhibitor kaputt ist. Und bald wieder Drake. Hier sehen wir noch die Situation. Na, Kabochard nutzt einfach Niespell mit dem Slice and Dice und kann ihn jetzt nach dem, ja, der Edward Tibbers war einfach göttlich und jetzt kann er ihn alleine bedrohen. Na, das Entzünden ist immer noch auf ihn drauf und er muss jetzt zwar wieder Flash verbrauchen, weil er, wie gesagt, nach dem Slice and Dice 20 Sekunden lang gar nichts machen kann. Aber dafür ist er da. Und keiner den gepeelt für ihn. Ja. War halt auch einfach der Grund, dass er da ein bisschen weit vorne stand. Edward natürlich super gut engaged. Wenn man da halt Hälfte Leben vom Supporter alleine verliert, dann ist es halt sehr, sehr ungünstig, wenn man schon nach hinten flashen muss, ohne dass der Renekton im Prinzip auf einen da anspringt. Erneut Gambit halt in einer sehr, sehr guten Position. Botlane eine riesige Wave, die Meteor Makers zu schaffen machen wird. Midlane Inhibitor down. Ich glaube, der Baron wird nicht lange überleben. Erst recht nicht gegen eben dieses Doppel-Adi-Lineup. Auch interessant, Diamond Prox hat sich jetzt fürs Frozen Hard entschieden. Also geht wirklich auf fast Full-Tank-Niederle hier. Wobei das nicht schlecht ist. Also ja, es ist nicht gegen schlecht. J-Wow und Horus ist grandios. Gerade weil du halt durch die Doppel-Adi-Kombination einen sehr, sehr langen Teamfight favorisierst, weil deine Mates halt konstant Schaden machen. Die machen nicht in den ersten 5 Sekunden des Teamfights den meisten Schaden, sondern die machen halt wirklich lange. Nur in den letzten 5 Minuten. Machen halt in den ersten 50 Sekunden genug Schaden. Ja, so kann man es auch sagen. Na, Diamond jetzt von der Seite. Könnt ihr mit den Sperren arbeiten. Das ist halt, wie gesagt, Nidalee, wenn die in den Büschen rumläuft, da kannst du vergessen, dass du sie kriegst. Halt ultramobil. Hat zwar kein Flash gerade zur Verfügung, muss ich also ausschließlich auf den entsprechenden Mr. Rahl ist auch noch Sprung verlassen. Kein Last Whisper. Irritierend. Er hat natürlich gegen Doppel-ADs, hat man natürlich 2 Ziele, die man sehr gut angreifen kann. 700er Kutte auf dem Böllern. Oh, der fällt schnell. Da sieht man schon, dass aber Meteor Makers hier nicht aufgibt. Kabochard jetzt sehr, sehr weit vorne. Genau im Kampf. Wieder schöne Betäubung hier von Edward. Der macht das wunderbar. Kabochard, das ist halt die Rolle, die ein Nekton erfüllen muss. Er ist der Fleischball, der alle Raketen abfängt, wo keiner erstmal durchdringen kann. Und Betsy hat leider sein Q nicht getroffen. Kommt jetzt übers Arcane Shift. Der kann aber durch das Tor buchstäblich fliegen. Upsala. Betsy geht sogar hinterher. Sehr, sehr mutig. Könnte aber gegen Cory helfen. Cory ist einfach so langsam und trotzdem kommt er weg. Oh, wie bitter. Das ist wirklich eine Zeitlupe, findet das Spiel. Aber wieder Edward. Der ist wirklich MVP hier mit seinen Betäubungen. J-Wow zu Tanky, da ist der Schaden nicht hoch genug. Zack, angesprungen. Er wird sterben. Schön hier gemacht. Und ja, J-Wow, der ist halt Tanky ohne Ende, wird trotzdem von Diamond mitgenommen, der das Ganze sogar noch übersteht. Aber Cory macht es gut. Also kann hier, na wohl, gegen 2 Super-Vasallen-Waves zu treffen, ist schwer als das ist jetzt unmöglich. Ja, genau. Pinoy hat jetzt ebenfalls noch die Geisterklinge gezündet, kurz betäubt. Cory zwar getroffen, trotzdem wird Diamond nicht rausspringen. Er will die Stats da nicht verlieren. Er weiß, dass er in meiner Fantasy-LCS ist. Gambit Gaming gewinnt das nächste Spiel und ich sage es doch, wenn ich auf Gambit tippe, dann gewinnen die auch. Es war natürlich absolutes Schachduell. Ich glaube, generell sind Menschen, die östliche Gefilde aufsuchen, sehr gut im Schach. Ich selber habe, glaube ich, auch schon mit 5 Jahren Schach gekonnt. Und das kam ihm gerade zugute. Ja, auf jeden Fall. Also, die Kombination erschien halt etwas wirr. Aber der Renekton war auch sehr, sehr effektiv, muss man sagen. Dieses Frontline. Dafür ist er da. Ja. Er ist einfach die Bulette. Genau. Und das hilft halt gegen mit einer Doppel-AD-Kombination. Da braucht man einfach ein paar Buletten. Weil die müssen gefüttert werden. Der war einfach nur der Fleischburger. War sehr, sehr schön. Dafür, also wenn man jetzt gucken würde, Damage Taken, der würde doppelt so viel haben wie der zweite Platz wahrscheinlich. Ja, wobei man auch sagen muss, Damage Taken ist immer so ein bisschen verzerrt, weil die Tanks ja
Resistenzen haben und dadurch eigentlich weniger Damage kriegen. Also das Damage-Taken ist ja nicht bevor die... Damage-Taken, Renekton...